Ich selber kann nicht gut 10, 15 Sprünge nur mit dieser Übungsform aufhalten und gebe dann bestimmte Korrekturen. Ja, also wir sehen, beim Schersprung haben wir zwar auch schon mal Verweigerer, aber man kann das noch hinbekommen. Wir wollten es ein bisschen höher machen, 10. Das macht ihr mal. So, für mich ist sehr wichtig, dass die Sportler einen steigernden Anlauf haben und sehr hoch abspringen. So in dieser Trainingsform, da kann das durchaus einen Fließbandbetrieb haben, dass die Sportler immer durchlaufen und ich nur, also durchlaufen und springen und ich nur hereinrufe und Korrekturen gebe, sodass das nochmal einen Erwärmungscharakter hat. Wir sehen natürlich, jeder Sportler und jede Sportlerin hat seine Schokoladenseite und eine nicht ganz so gute Seite, ist ja normal. Ja, wir sehen bei Franziska, dass sie immer ein Anlaufproblem hat. Und es ist ja auch schwer, wenn man sich zu weit von der gegebenen Marke entfernen muss, dann würde ich eine zweite Marke anbieten, damit zu der generellen Hemmung mit der falschen Seite überhaupt zu springen nicht auch noch ein Anlaufproblem kommt, damit man es dem Sportler wirklich leicht macht. Und mit dieser Trainingsform, wenn ich jetzt sage, ich mache 10, 15 Sprünge mit jedem Bein, das klappt natürlich nicht, wenn in der Gruppe immer wieder Leute verweigern. Es klappt auch nicht, wenn ständig die Latte fällt. Wir müssen es den Sportlern also leicht machen und leicht zunächst mal, indem die Sprunghöhe niedrig bleibt. Ja, wir haben gesehen, die Anlaufhilfe hat gewirkt. Franziska war immer noch ein bisschen zu weit weg und hat deshalb einen langsamen Absprung gehabt. So, ich habe jetzt bisher keine Korrekturen gegeben, das hat an sich gewirkt. Ich habe aber durchaus technische Vorstellungen, die würden wir jetzt in einem zweiten Durchgang versuchen zu verwirklichen. Dafür drehe ich es nochmal runter. Und die erste Aufgabenstellung an die Sportler lautet, springe hoch und weit. Springe hoch und weit und halte das Schwungbein gebeugt. Ja, wir sehen hier auch wieder Schokoladenseite und etwas schwächere Seite, kein Problem. Immer wenn die Latte fällt, muss man schnell auflegen. So, wir haben jetzt gesehen, durch die Aufgabenstellung hat sich das Bewegungsbild bei den Sportlern durchaus geändert. Wir haben jetzt alle ein Problem mit dem hinteren Bein. Wo tue ich das hintere Bein hin? Wenn ich mir das aussuchen könnte, würde ich für diese Übung eine niedrigere Hochsprungmatte nehmen und die Latte nochmal niedriger legen, damit dieses Problem gar nicht erst auftaucht und wir uns auf den Steigesprung konzentrieren können. Ja, sehr gut. Sie verstehen schon, dass ich in dieser Übung ein bisschen bade, dass ich die also sehr intensiv mache. Und ich mache das dann manchmal auch, indem ich Weitenaufgaben stelle. Ich lege ein Kleidungsstück dahin, auf das die draufspringen sollen, damit das wirklich ein Hochweitsprung wird. Immer wenn ich den kleinen Finger hebe, ist wahrscheinlich die letzte Übung in dieser Form. Das wissen die Sportler, die mit mir arbeiten, dann können sie sich schon mal gedanklich auf was Neues freuen. Ich bitte jetzt die Sportler noch einmal, diesen Hoch-Weit-Charakter zu betonen, wirklich weit zu springen. Sie verstehen, diese Übung ist eine Einstimmung in den Flop. Sie ist das spezielle Aufwärmen vor dem eigentlichen Springen. Und indem ich diese Aufgabenstellung gebe, niedrige Höhe, Hoch-Weitsprung, sorge ich für einen kurzen Bodenkontakt. Würden wir jetzt zu Schersprung aus dem gebogenen Anlauf und dann zu Flop übergehen. Ich würde dafür jetzt mal nur zwei Athleten bitten, die anderen können sich noch ein bisschen schonen, die mit dem linken Bein springen. Wir würden dennoch auch jetzt in diesem Schritt nochmal das rechte Bein bemühen. So, wir beginnen wieder mit dem Schersprung. Ich habe gesehen, der Alex, der läuft eigentlich lieber mit dem anderen Bein an, stimmt's? Er meint, jetzt wäre doch zufrieden, da müssen wir den Anlauf entsprechend platzieren. So, der Andreas ist hier unauffällig. Beim Alex sehe ich eine Tendenz, dass er bei dem Schersprung sehr nah heranläuft, Geschwindigkeit wegnimmt und sehr steil springt. Wenn er das beim Flop auch machen würde, wäre das ein Nachteil für ihn.
Ja, insofern ist diese Art der Vorübung kein Vorteil. Und wir müssen ihn auch schon bei der Vorübung dazu bringen, dass er einen weiten Absprung mit einem kurzen Kontakt macht. Sie werden gleich merken, bei der nächsten Übung, bei der ersten Flop-Übung, die wir machen, da brauchen wir das schon unbedingt. Insofern würde ich den Alex bitten, das noch einmal zu machen mit dem weiten Absprung und schnellem Absprung, bitte. So, das hat er sehr gut gemacht. Und wir haben jetzt auch schon gesehen, wenn wir ihn motivieren, kommt da ganz schön was aus dem Fuß. Ich persönlich bin ein Freund davon, dass wir im Training den Athleten gar nicht an sein Leistungsniveau heranführen. Insofern kann man dann manchmal im Wettkampf angenehme Überraschungen erleben. Ja, im Wettkampf geht es bis zur letzten Höhe immer, aber im Training bleibe ich deutlich darunter. Ich habe so eine Faustregel. Warum mache ich das? Damit der Athlet den Fokus auf die technischen Aufgaben behalten kann. Jetzt sehen wir die Athleten erstmal beim Flopspringen. Das gibt einem so erste Impressionen, wie kann man die vielleicht steuern. Man sollte aber am besten dann nochmal den Mund halten, das ein paar Mal wiederholen lassen, bevor man erste Hinweise gibt. Ja, liegen. Und jetzt bringt er die Beine nach vorne und streckt die Beine unter der Latte nach vorne durch. Und Sie alle kennen die Französische Revolution. Und welches Instrument verbindet man damit? Das Fallbeil. Diese Idee sollte man immer beim Hochsprung haben, dass man möglichst weit hinter der Latte landet. Steil springen kann man immer noch, wenn es höher wird. So, wir sehen, Alex ist auf der ganz sicheren Seite, weil er einen Hochweitsprung macht. Ja? Streck ruhig. So, man sollte ja vorsichtig sein, die Athleten anzufassen, aber an der Schuhsohle ist meist unproblematisch. Da kann man sagen, das ist schon ein schön weiter Sprung, da hat er die Aufgabenstellung richtig umgesetzt. Wenn es höher wird, könnte er auch ein bisschen steiler springen und müssen nicht mehr ganz so weit fliegen. So, wir haben gesehen, diese Aufgabenstellung haben die beiden ganz gut gemacht. Der Alex ist ein bisschen der Hochweitspringer, der Andreas ist eher der Steilspringer-Typ. Beim Andreas würde ich deshalb ihm nochmal die Aufgabenstellung geben. Er ist ja auch relativ groß, ist mit dem Abstand eher ein bisschen eng. Er hat oftmals den ersten Schritt als Gehschritt gemacht. Da kann er ein bisschen dynamischer werden, schicke ich ihn ein Stück nach hinten, kann er ein bisschen mehr anlaufen und doch hoch weit zu springen. Kontrolle, ein bisschen steiler gesprungen. Jetzt haben wir aber bei Alex etwas im Anlauf gesehen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Was war mit seinem Anlauf? Wie ist er angelaufen? Leichtfüßig wie ein Reh. Er ist schwer angelaufen, auf der ganzen Sohle. Ja, jetzt haben wir ihn gerade schön gelobt mit diesem Hochweitsprung. Aber jetzt hat er unterwegs sich einen Fehler angeeignet, den wir unbedingt ansprechen müssen. Und bei gravierenden Fehlern, ich nenne das Kardinalfehler, mache ich immer einen Cut, ein Break und dann lasse ich den korrigieren. Der Hochsprunganlauf, speziell der im Flop, ist ein Steigerungslauf. Der wird natürlich auf dem Vorderfuß gelaufen. Okay. Hat er sich Mühe gegeben, aber ganz zufrieden war man noch nicht. War immer noch ein bisschen steif, nicht locker. Sie sehen da die Zweischneidigkeit der Korrektur. Wenn der Athlet über sich selber nachdenkt und auf einmal durch das Nachdenken behindert wird im Bewegungsablauf. Wir haben zwei Athleten, haben wir zwei Aufgabenfelder identifiziert, an denen wir arbeiten können. Bei Andreas ist es eher der schnelle Absprung, der hochweite Flug. Da haben wir noch keinen Fortschritt gerade gemacht. Bei Alex ist es vielleicht der locker steigernde Lauf. Vielleicht bei Alex wäre denkbar, dass wir jetzt den Anlauf auch verlängern, dass er ein bisschen leichter hineinkommt. Wir könnten dazu ein weiteres Hütchen nehmen. Bei Andreas würde ich nach wie vor bei niedriger Höhe diese Hochweit-Aufgabenstellung geben. Ja, haben wir einen Fortschritt gesehen. Ja, wenn Fehler so gravierend sind, ich würde bei diesem steilen Sprung schon von Fehler sprechen wollen, dann müssen wir auch schon mal radikale Maßnahmen ergreifen, damit wir eine Korrektur herstellen. Manchmal können sich die Athleten das gar nicht vorstellen, wie sie das korrigieren sollen. Dann hilft so eine räumliche Vorstellung. Ich habe gesehen, durch diese Korrektur, dass es bei Andreas noch lange nicht am Ende ist. Er könnte noch viel weiter springen. Vielleicht schafft er das ja jetzt. Ja, Beine.
Ja. Er kann den ganzen Körper wieder unter der Guillotine mitnehmen. Haben wir also schon mal einen Fortschritt gemacht, ne? Das ist so ganz gut. So, jetzt haben wir das Problem noch mit dem Alex. Du kannst schon Pause machen, ihr beide. Das kommt jetzt. So, bei dem Alex vermute ich, dass ich auf ein ganz stabiles Bewegungsmuster gestoßen bin. So läuft er eben beim Hochsprung. Da sollte ich mit der Korrektur, der ich gleich wieder nach Hause fahre, auch vorsichtig sein, damit wir den Athleten nicht verwirren. Na, ich kann zwar eine Richtung andeuten, ein bisschen mit ihm experimentieren, aber am Ende soll er seinen guten Bewegungsablauf, aus dem er diesen tollen Hochsprung schon uns gezeigt hat, behalten. Wir lassen ihn jetzt also noch zweimal mit dem etwas längeren Anlauf springen, bitten ihn nicht zu dynamisch anzufangen, damit er sich auch steigern kann. Ja, wie hat es euch gefallen? Ja, war besser, ne? War lockerer und er war vielleicht ein bisschen nah an der Latte am Ende, aber insgesamt war das schon die Übung, die wir uns vorgestellt haben. Da kann man mitarbeiten. Insofern auch für dich erstmal wieder Pause. Wir würden gleich mal diesen Hochsprung mit Trabpause mit dem Alex machen. Und bei dem Hochsprung mit Trabpause, ihr erinnert euch, das stand ganz unten auf der Liste, da haben wir einen Ermüdungseffekt. So, und durch den Ermüdungseffekt werden nicht nur die guten Dinge schwächer, auch manchmal die nicht so guten Dinge werden abgeschwächt. So, wir haben jetzt zwei neue Probanden, die erstmal die gleiche Aufgabenstellung haben. Wir müssen es vielleicht ein bisschen wieder runterkurbeln, damit sie einen leichten Einstieg haben. Ja, einmal noch im Schersprung und dann geht es auf den Flop. Was haben wir beim Anlauf gesehen? Was hat der Jim für einen Anlauf gemacht? 7 Schritte, der Schelm. Das sollte er aber nicht, sondern 5 machen. Nicht, dass ich was gegen 7 Schritte hätte, aber wenn ich sage 5, dann muss der Athlet auch 5 machen, damit wir eine gemeinsame Linie im Training behalten. Ja. Aber das Problem war ein bisschen bei mir. Ich habe ihm keine ordentliche Instruktion gegeben. Jetzt beim nächsten Mal wird der Jim aus der ordentlichen Schrittstellung ein bisschen dynamischer beginnen und schon schafft er das mit 5 Schritten und jetzt auch im Flop schon. Okay. Die Franziska, die hat ja einen 5er Anlauf gemacht, wurde aber am Ende ein bisschen langsam. Die Erfahrung haben wir schon bei ihr mit dem Schersprung. Jetzt müssen wir sehen, dass wir sie erstens ein bisschen kürzer im Anlauf haben und sie auch ein bisschen zum steigernden Lauf motivieren, ja, zum Ende hin schneller werdend. Ja. Jim, wieder hier. Jetzt haben wir einen sehr viel dynamischeren Anlauf gesehen. Ja, die Athletin hat sich vielleicht im Schersprung gar nicht so wohl gefühlt und fühlt sich jetzt im Flop sehr viel wohler und kam ein bisschen nah an die Latte heran. Ich habe gerade gehört, der Jim, der ist kein Linksspringer. Quälen wir ihn hier mit der falschen Seite, aber wir quälen ihn gar nicht, sondern wir erweitern sein koordinativ-technisches Niveau. Bitte schön. Und dafür, dass es nicht sein starkes Bein ist, macht er das sehr ordentlich, aber ab jetzt kannst du gerne auf diese Seite kommen. Die Franziska habe ich jetzt einen halben Fuß zurückgenommen, damit sie nicht wieder zu nah an die Latte kommt. Ja, jetzt haben wir das ganz gut hinbekommen. Die Athletin fühlt sich jetzt auch sicher im Training und wir müssen immer versuchen, dass wir am Anfang vom Training eine angenehme Situation schaffen, dass der Athlet oder die Athletin dann auch arbeitsfähig und bereit ist. Ja, das ist ganz wichtig, dass die Athleten in einer Komfortzone sich im Training bewegen. Und beim Hochsprung haben wir durch die Latte immer einen Unterscheidungsfaktor. Deshalb lege ich den eher niedrig an. So, bitte nochmal, Franziska. Ja. Gefällt mir jetzt sehr gut und jetzt sehe ich auch Möglichkeiten, wo wir mit ihr arbeiten können. Wir sehen zum Beispiel bei der Lattenüberquerung, welche Besonderheit, was ist Ihnen aufgefallen? Was war mit dem Schwungbein? Ja, sie hat das Schwungbein sehr lange oben gehalten, dadurch konnte die Hüfte sich nicht so gut strecken. Es könnte jetzt sein, das ist viel zu niedrig für die Athletin und sie müsste eher 30 cm höher springen, dass sie Zeit hat, das Schwungbein fallen zu lassen. Meine Erfahrung ist das nicht. Das ist nicht meine Erfahrung, dass es an der Höhe liegt. Es ist eine Bewegungseigenart. Wir müssen der Franziska schon sagen,
nimm dein Schwungbein etwas früher nach unten, damit die Hüfte gestreckt wird. Nein, hat nicht geklappt. Ne? Jetzt war was ganz anderes, als wir gedacht haben. Sie hat die beide Beine angezogen. Das ist ganz normal, wenn ich eine Bewegungsanweisung gebe, die ich vorher nicht gegeben habe, dass etwas Ungewohntes herauskommt. Dann würde ich nochmal dieselbe Bewegungsanweisung geben. Ich habe ja eben gesagt, ohne Wiederholung geht es nicht. Ja, diesmal war die Bewegungsanweisung schon gut aufgenommen. Wir sehen aber, die Athletin denkt zu viel nach beim Anlaufen. Athletin ist motiviert, gar kein Zweifel, aber wir haben ein Kommunikationsproblem. Ich habe schon gesehen, sie kann auch gut springen. Dann würde ich mich in der Korrektur ein wenig zurücknehmen. Ja, dass sie sich wieder auf die guten Steuerungselemente, die sie über das frühere Training erarbeitet hat, besinnt und damit das Springen gestaltet. So, wir machen jetzt also einfach weiter, tun, als wäre nichts gewesen und sagen, spring gut über die Latte. Also gar keinen differenzierenden Hinweis geben. Ja. Und schon zeigt sie wieder ihren guten Sprung. So, den Jim, den haben wir jetzt so ein bisschen mitlaufen lassen. Nicht, weil wir ihn nicht wertschätzen, sondern weil er eine stabile Technik hat und auf die leichten Korrekturhinweise, spring mehr in die Weite, sehr gut reagiert hat. Wir haben also sehr unterschiedliche Athleten, die wir gerade in einer Gruppe betreuen. Wir müssen aber auch sehen, dass die Sprunghöhe einen unterschiedlichen Aufforderungscharakter hat. Während die Franziska sich schon richtig reinhängen muss, hat der Jim noch ein bisschen Spielraum und kann sehr variabel arbeiten. So, die Franziska springt noch einmal und dann werde ich mich ein bisschen mit dem Jim beschäftigen. Ja, wir sehen, die Franziska ist noch lange nicht am Ende mit ihrem Sprungvermögen. Aber ich habe auch gesehen, dass ich mit meinen Interventionen im Moment nicht so leicht eine Optimierung herbeiführe. Und dann habe ich ja gesagt, nehme ich mich zurück als Trainer, lasse sie ein bisschen sich selber steuern und überlege, wie ich beim nächsten Mal den Fuß in die Türe bekomme. Okay, jetzt können wir uns voll dem Jim widmen. Der hat jetzt den Anlauf verlängert. Ja, wir sehen, er kann sehr gut die Hüfte im Absprung und in der Lattenüberquerung bringen. Ist Ihnen ein Verbesserungsvorschlag eingefallen? Was könnten wir ihm sagen? Wie war die Lattenüberquerung? Ah, er war gestreckt. Wie war die Beinstellung? Würden wir ihm jetzt einen Sprung noch, eine Korrektur geben, die Beine ein bisschen paralleler über der Latte halten? Was haben wir gesehen? Wie war der Anlauf? War er zu lang oder zu kurz? Er war ein bisschen kurz. Der Athlet musste kleine Schritte machen. Konnte er sich nicht voll entfalten? Müssen wir ihn vielleicht bitten, 2 Fuß zurück mit der Ablaufmarke zu gehen? Okay. Und einen Sprung, einen Ultimo machen wir noch. Was haben wir gesehen? Ein guter Sprung. Ja, war ein sehr guter Sprung. Diesmal vom Anlauf gleichmäßiger gelaufen. Immer noch ein bisschen Reserve, aber das ist gar nicht schlecht, wenn wir Technikkorrekturen machen. Und die Beine über der Latte sehr parallel. Jetzt machen wir einen Hochsprung mit Trabpause. Machen das nacheinander. Hochsprung mit Trabpause, da brauchen wir ein Minimum an Anlauf. Wir sagen mal 7 Schritte. Die Aufgabenstellung ist, alle Sprünge gültig zu machen. Die Belohnung ist, wenn er das schafft, werden wir das beim nächsten Mal 5 Zentimeter höher machen. Sie werden gleich sehen, was passiert. Der Athlet wird ein bisschen müder werden, muss dann andere Reserven mobilisieren. Er bekommt aber auch so eine Vorstellung über die Reserven, die er eigentlich hat für den Hochsprung. Ja, er ist jetzt noch ein bisschen nah dran. Langsam, 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 langsam. Von hinten an die Marke. Ja, immer ein bisschen hinter der Latte, die Höhe, Halbzeit, 40 Sekunden. Ja, nur noch 3 Sprünge und noch unter einer Minute. Ja, wir hören, der Athlet strengt sich an, noch 2 Sprünge. Ja, es könnte klappen, nur noch 1 Sprung. Am Ende war die Koordination der limitierende Faktor. Der Andreas macht sich schon mal bereit. Gleiche Sprunghöhe, Andreas. Der Alex hat 1 Minute 23.
Normalerweise mache ich das mit 10 Sprüngen und dann ist 2 Minuten ungefähr das, die Orientierung. Bereit? Ja, sehr gut. Kein Problem bisher. Ja, wir sehen jetzt im Anlauf so kleine Unsicherheiten, die der Athlet aber sehr gut kompensiert. Halbzeit war das. Ja, nur noch 3 Sprünge. Man sieht, die Flugweite nimmt etwas ab. Ist ja normal, weil die Geschwindigkeit auch weniger wird. So. Applaus bitte für den Teilnehmer. So, obwohl das für mich schneller bei dem Andreas aussah, hat er aber 2 Sekunden mehr gebraucht als der Alex davor. Das ist natürlich nicht so wichtig, die Zeit. Aber es ist ein bisschen eine Motivation, dass man das Training dann auch sehr intensiv durchführt. Also ich habe das schon einmal gesehen mit 10 Anlaufschritten und 10 Sprüngen bei 2,10 Meter durch Martin Buss. Das ist dann natürlich noch eine andere Intensität von Training. Die Athleten werden das sicher bestätigen, dass eine gewisse Ermüdung in der Beinmuskulatur eintritt. Das ist vergleichbar Sprintausdauer- oder Kraftausdauertraining. Man muss daher aufpassen, wenn man das sehr intensiv macht, dass nicht auch entsprechende Übersäuerung, gar Verhärtungen in der Muskulatur entstehen. Ja, bei dem Athleten, von dem ich eben gesprochen habe, 10 mal über 2,10, der hat am Ende einen Krampf bekommen. Überlege ich, ob wir den Hochsprung-Mehrkampf demonstrieren oder ob ich ihn nur erläutere. Ich würde mal sagen, wir legen die Latte nochmal ganz nach unten, so tief wir können. Und jetzt bitten wir die Franziska und den Jim, dass sie das einmal 2 Durchgänge vielleicht machen. Beim Hochsprung-Mehrkampf haben wir 5 Techniken, die jeder Athlet gegen sich selber springt. Wir haben 5 Techniken, die nacheinander absolviert werden und dann geht es erst nach oben. Die 5 Techniken sind Schersprung mit dem starken und dem schwachen Bein. Machen wir jetzt einmal. Hütchen da. Ja. Anlauf aus der Frontale und Hocksprung über die Latte. Jetzt machen wir den Flop von der falschen Seite. Also Franziska hier, Jim da. Okay. Das hat die Franziska noch nicht gemacht. Ja. Und die letzte Übung wäre ein beidbeiniger Flop aus einem Schritt Anlauf von der richtigen Seite. Also der Jim von hier und die Franziska von da. Nein, mit beiden Beinen abspringen. So. Das wären die fünf Techniken. Wir wiederholen das jetzt nochmal von vorne. Das können wir Ihnen jetzt nicht vorwerfen, aber es wäre schon schön. Die würden auch im Hochsprung mehrere Techniken beherrschen. Also wir beginnen nochmal hier und dann machen wir das alles durch wie eben. Ja, von vorne wieder. Ja. So, wieder mit dem falschen Bein. Nachdem die Franziska mit 5 Schritten Probleme hatte, probieren wir es jetzt mal mit 3. Ja. Nicht ganz, was wir wollten. Sie springt mit dem richtigen Bein ab, aber von der falschen Seite. Ja, und jetzt nochmal dieser beidbeinige Sprung. Ja.
Auch da hat die Franziska noch keine Erfahrungen. Und dann würde das mit der nächsten Höhe weitergehen. Und auch wenn es keine Trabpausen gibt, ist durch die Dichte der Sprünge ein Ermüdungseffekt da, auch ein Kraftausdauereffekt, sodass die Athleten am Ende ziemlich stark schwitzen und auch ermüden dabei. So, wir sind ja jetzt gar nicht in die Situation gekommen. Gewöhnlich darf man mit jeder Technik bei jeder Höhe nur einen Sprung machen. Wenn man die Höhe mit der Technik nicht schafft, scheidet man aus und am Ende werden alle 5 Techniken addiert. Der höchste Sprung in jeder Technik. So, wenn ich einen 2-Meter-Hochspringer habe, also jemand mit einer Bestleistung von 2 Meter, sollte er im Schnitt 1,60 Meter in diesen Übungen schaffen. Bei 1,70 Meter Hochspringerin vielleicht 1,30 Meter im Durchschnitt, das wären dann 6,50 Meter in der Summe. Damit das aber überhaupt funktioniert, müssen die Techniken erstens einigermaßen gelernt und beherrscht werden und zweitens muss man so niedrig anfangen, dass wir auch viele Sprünge in jeder Technik haben. Also wir haben jetzt speziell für die Franziska viel zu hoch begonnen und ihr dieses Erlebnis, sich zu erschöpfen in den wiederholten Hochsprüngen, gar nicht vermittelt. Ja, damit diese Trainingsform wirkt, müssen wir also diese Sprungtechnik üben. Schersprung links und rechts ist selbstverständlich, aber auch Flop sollte man mit dem falschen Bein können. Dann kann die Trainingsform wirken. So, wir haben nicht mehr so sehr viel Zeit. Ich hätte gerne mit Ihnen noch ein bisschen Turnen für Hochspringer gemacht. Wir machen jetzt 2 Übungen, damit Sie das wenigstens einmal sehen. Die Hochsprungmatte ist sehr gut dafür geeignet. Es ist eine sehr feste, elastische Hochsprungmatte. Das Turnen ist sehr gut geeignet zwischen verschiedenen Sprungblöcken, weil wir vor allem die Arme und die Schultern beanspruchen und natürlich die Rumpfmuskulatur. Auch beim Turnen macht es erst Freude, wenn die Übungen beherrscht werden. Ja, das macht auch in der Gruppe Spaß und man kann sich dann aneinander ein bisschen orientieren und weiterentwickeln. Man braucht ein bisschen ein Repertoire an Übungen aus dem Bodenturnen, Rolle vorwärts, rückwärts, Handstand, Rad. Da es beim Turnen vor allem auf die Haltung ankommt, mache ich mir schon mal den Spaß und gebe Haltungsnoten. Es hat ein bisschen einen motivierenden Charakter, aber auch einen kleinen Unterhaltungscharakter. Es soll ein bisschen Spaß machen. Wir sehen jetzt die Rolle vorwärts. Ja, wir versuchen ohne Hände aufzustehen, aber beim Aufsetzen schon die Hände aufsetzen mit Händen, aber dann ohne Hände aufstehen, genau. Die Beine zusammennehmen, ja. Hier versuchen wir nicht auf den Knien zu landen, genau. Ja, sehr gut. Nur noch eine. Und schon machen wir eine Flugrolle auf die Matte. Hechtrolle bitte. Aus der kleinen Hocke. Nee, springen. Hechtrolle. Mit den Armen. Ja. Ja, richtig weit die Arme voraus. Machen wir noch einmal bitte. Beine immer zusammen. Ja. Ja, der Alex nimmt immer die Beine auseinander beim Abspringen. Darf er nicht. Geschlossene Beine. Sehr gut. Und wir fangen mit dem Handstand an. Und aus dem Handstand fallen wir nur um wie ein Brett. Ja, war noch kein Brett, aber schon ein Handstand. Sehr gut. Wie ein Brett. Nicht abrollen. Das muss einmal plopp machen. Sehr gut aber. Okay. Und da kann man jetzt sehr viele Variationen machen, zum Beispiel beim Umfallen eine halbe Drehung. Probieren wir mal. Erst den Handstand, dann umfallen. Ja, dafür müsste ein bisschen länger stehen bleiben, dann geht das auch. Erst den Handstand, nicht schon mit der halben Drehung anfangen. Und, ja, sehr. Und in die Bauchlage fallen. Alles. Ja, sehr gut, der Mann. Lernt schnell. Nein, da hat der Jim schon die halbe Drehung im Handstand gemacht, aber eigentlich erst im Umfallen. Rolle rückwärts, flüchtiger Handstand. 10 Meter, einer kann stehen bleiben. Okay, 10 Meter. Und, ja. Okay, alles gut. Ei, super. So, und dann könnte man den flüchtigen Handstand mit Umfallen in die Bauchlage machen, also nicht in den Stand. Das ging dann in die Bauchlage, jawohl. Ja, hätte es einfach nur Strecke brauchen. Alles gut. So. Ja, Bauchlage war schon gut. Handstand sehr flüchtig. Ja, der Handstand kommt ein bisschen spät, ein bisschen früher strecken. Da kann man sich lange mit beschäftigen.
Da kann man eine Qualität hineinbringen. Wir haben jetzt ganz unterschiedliche Typen gesehen. Wir haben Sportler gesehen mit viel Turnvorerfahrung, wie den Jim, der konnte schon turnen. Aber der Andreas ist so der, ich würde mal sagen, der Student, der Turnen brauche ich in meinem Leben nicht. Und der Alex, der hat eine gute athletische Voraussetzung, aber war mit den Übungen nicht vertraut. Ich bin ganz sicher, in Ihren Trainingsgruppen werden Sie noch andere Defizite zu Beginn des Turnens feststellen. Verlieren Sie nicht die Geduld, fangen Sie mit den kleinen Übungen an und wiederholen Sie die immer. Wichtig ist, dass Sie auf die Körperspannung achten. Das ist der Transfer zum Hochsprung, die Körperspannung. Nehmen wir das Beispiel Handstand. Je länger die in der Luft stehen, umso mehr wird die Bauch- und Rückenmuskulatur gefordert. Deshalb lohnt sich die Investition ins Turnen beim Hochspringer auf jeden Fall. So, für die Sprungkraft haben wir nicht mehr so viel Zeit. Nach mir, die Referenten sind schon da, deshalb zeigen wir nur diese Übung Steigesprung auf den Kasten. Ja, wir sehen jetzt den Kasten Steigesprung. Ja, hat er das Bein gewechselt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. So, warum zeige ich diese Übung, wenn ihr das noch einmal wiederholen möchtet? Einmal noch. Warum zeige ich die Übung? Warum zeige ich diese Übung bei den Steigesprüngen? Haben wir eine doppelte Belastung fürs Sprunggelenk. Einmal beim Absprung, das ist die einfache Belastung. Und dann nochmal bei der Landung, da habe ich einerseits die Falltiefe, aber auch nochmal die Geschwindigkeit, die ich gleich wieder aufnehme. Dadurch wird das Sprunggelenk sehr stark beansprucht, wenn nicht gestresst. Ja, hier haben wir die Landehöhe nach oben verlegt, sodass wir keine Falltiefe haben. Dadurch mindern wir die Aufpralltiefe und wir haben gleichzeitig einen Aufforderungscharakter für den Absprung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 12 Uhr. Applaus